Liebe Weinbäuerinnen, liebe Weinbauern, ich darf Sie wieder recht herzlich begrüßen zu unserem nächsten Beratungsvideo der Landwirtschaftskammer Steiermark, Referat Weinbau. Vor gut 3 Wochen wurde das letzte Beratungsvideo aufgenommen und es hat sich in der Zwischenzeit schon wieder einiges auch im Weingarten getan. Beginnt der Vegetation noch etwas trocken, so hatten wir jetzt in den letzten Wochen doch einiges an Niederschlag und im Vergleich zum Monat April haben wir unser Niederschlagsdefizit jetzt ein wenig verringern können, hinken aber in Summe noch immer etwas hinter den Verhältnissen des Vorjahres nach. Besonders der Monat Mai im Vergleich zum Monat Mai des letzten Jahres war doch ein deutlicher Unterschied für uns erkennbar. Mai 2019 relativ viel Niederschlag, kühle Temperaturen, die Entwicklung im Weingarten ist etwas gestanden. Heuer präsentiert sich der Mai anders, viel, viel wärmer, auch mit Niederschlag. Und so sind wir jetzt auch schon gegenüber dem Vorjahr ein wenig mit der Entwicklung im Weingarten voraus. Was heißt das jetzt für uns im Weingarten primär? Vorwiegend beschäftigen wir uns jetzt mit den Einstrickarbeiten in das Drahtrahmensystem. Wir haben bereits das zweite Drahtrahmenniveau erreicht. Bei stärker wachsenden Sorten oder auch bei früh austreibenden Sorten sind wir teilweise schon knapp am letzten Drahtbahn angelangt. Bei den Einstrickerarbeiten ist darauf zu achten, dass man die Laubwand nicht zusätzlich verdichtet. Auch wichtig, dass man die Triebe nicht abreißt, sondern wirklich sehr sorgfältig in das Drahtrahmensystem einschlupft. Und ein bisschen auseinanderzieht, dass eben keine Verdichtung in der Traubenzone entsteht. Es ist nicht so entscheidend die Anzahl der Blätter, sondern vielmehr die Stellung der Blätter zur Sonne. Also sie sollten möglichst gut besonnt sein. Nur besonnte Blätter können auch dementsprechende Assimilatstoffe produzieren und somit auch für uns die Basis, dass wir gut und vollwertig entwickelte Trauben im Herbst dann ernten können. Ausdünnarbeiten bzw. das Jäten der Stammaustriebe sollte schon erfolgt sein. Wenn das noch nicht erfolgt ist, bitte unbedingt machen. Diese Triebe zehren nur am Nährstoffsystem der Rebe und nehmen somit wichtige Energie für die Triebanlagen weg. Was ist sonst noch zu sagen? Vorsichtiges Öffnen der Traubenzone bzw. ein moderates Öffnen der Traubenzone kann durchwegs auch jetzt schon vorgenommen werden. Insbesondere bei Sorten, die sehr leicht neigen zu faulen bzw. um Botrytis-Infektionen vorzubeugen, um somit auch den Pflanzenschutzeinsatz etwas zu optimieren bzw. zu reduzieren, wenn wir eine gut durchlüftete Laubwand schaffen. Des Weiteren möchte ich ganz kurz darauf eingehen, über die Anzahl der Triebe, die man bestehen lassen sollte am Fruchtholz bzw. An der Fruchtrute. Maximal 10 bis 12 Triebe werden angestrebt bei einer Halbbogenerziehung. Man braucht deswegen auch keine Angst haben, dass man zu wenig Ertrag hat. Ein kurzes Rechenbeispiel vielleicht. Wenn man ausgeht von 2 bis 3 Gescheinen pro Trieb und das mit der Triebanzahl multipliziert, kommt man so circa auf 25 bis 30 Gescheine. Wenn man wiederum sagt, okay, circa 35 Gramm Gewicht oder 135 Gramm Bärengewicht, so muss ich sagen, dann würde das ein Stockertrag von circa 3,8 bis zu 4 Kilo ergeben. Und das hochgerechnet auf die Anzahl der Stöcke pro Hektar, würden wir weit über die 9000 Kilo pro Hektar rauskommen, was unsere gesetzliche Hektarhöchstgrenze für Qualitätswein wäre und auch für Landwein. Somit haben wir auch genügend Buffer. Und ich glaube, im Sinne der steirischen Weinqualität muss es das Ziel eines jeden Wein-, aber auch Traubenproduzenten sein, vernünftige Erträge zu ernten. Denn nur so kann ein ansprechender Trauben- oder Weinpreis erzielt werden und auch die Qualität nachhaltig für den steirischen Wein gesichert werden. Das muss unser aller Ziel sein, insbesondere für das heurige Jahr, wo wir eventuell nicht diese Menge an Wein vielleicht umsetzen, die es sonst schon zu dieser Zeit oder am Jahresende gegeben hätte. Wie schon vorher angesprochen, befinden wir uns etwas gegenüber dem Vorjahr 2019 in der Entwicklung voraus. Von dem her gehen wir auch von einer etwas früheren Blüte als wie im letzten Jahr aus. Wir tendieren momentan bei früh austreibenden Sorten Richtung Ende 1. Juniwoche bzw. Anfang 2. Juniwoche, dass es mit der Blüte beginnen wird.
Blüte auch immer ein sehr heißes und wichtiges Thema. Dort ist die Hauptinfektionszeit auch für die Weinrebe. Dort sollten optimale Bedingungen vorherrschen, was das Laubwandmanagement betrifft. Seit 20. Mai ist es auch möglich, die zweite Tranche des Härtefallfonds 2 zu beantragen, also sprich der Berechnungszeitraum. So, jetzt Mitte April bis Mitte Mai können jetzt die Umsatzverluste geltend gemacht werden gegenüber dem Vergleichszeitraum 2019. Auch seit 20. Mai kann ein Fixkostenzuschuss über den Corona-Hilfsfonds beantragt werden. Nähere Informationen dazu finden Sie auf der Homepage der Landwirtschaftskammer Steiermark sowie auch bei unseren Gruppenberatungsterminen, die wir in der nächsten Woche starten werden. Die Weinbewertungen im heurigen Jahr werden auch stattfinden. Die Weintrophy wird bereits in der nächsten Woche verkostet. Auch bei der Landesweinbewertung kann ich positive Nachrichten weitergeben. Es wird im heurigen Jahr eine Landesweinbewertung stattfinden. Und zwar am 15. Juni wird die Anlieferung bzw. die Anmeldung für die Landesweinkost sein. Die Anmeldescheine und auch die Anlieferungsstationen werden im nächsten Rundschreiben bekannt gegeben. Für die Weststeiermark kann ich auch Erfreuliches berichten. Es ist uns gelungen, zusammen mit der Raiffeisenbank Schilcherland und auch der Raiffeisenbank Südweststeiermark die Gebietsweinkost im Jahr 2020 trotz den Corona-Einschränkungen zu veranstalten. Diese Termine werden gesondert an die weststeierischen Betriebe über den Pflanzenschutzwarndienst übermittelt bzw. finden Sie auch auf unserer Homepage der Bezirkskammer Deutschlandsberg. Wie ich zuvor schon angesprochen habe, werden wir in der nächsten Woche mit unseren Gruppenberatungsterminen beginnen. Beginnen werden wir diesmal in der Weststeiermark und zwar am Mittwoch, den 3. Juni, gefolgt von der Südsteiermark am 5. Juni sowie in der Südoststeiermark am 9. und 10. Juni bzw. am 12. Juni. Auch diese Termine werden im nächsten Rundschreiben enthalten sein.